Das male ich jetzt Faye in einem Schlappohrkostüm. Oh Gott. Faye geht auf den Strich. Oh Gott, nein, jetzt kommen wir wieder in die Fanfiction-Szene, ne? Oh, jetzt kriege ich das Bild nicht aus dem Kopf, ne? Faye geht so gesehen auf den Strich, ne? Und bedient gerade Erwin, der sitzt da gerade und Faye in diesem Kostüm. Oh Gott, nein, ich möchte nicht näher darüber nachdenken. Lassen wir das. Oh Gott. So. Oh Gott, mir geht das Bild nicht aus dem Kopf. Ne, wie Faye dann sein Bein so abwinkelt, so auf einen Tisch stellt, wo Erwin gerade sitzt und dann. Oh, nee, nee, nee. Fanfictions. Nein, ich möchte nicht. Besonders solche Fanfiction, das möchte ich nicht. Oh, das ist ja schon das eine. Wenn man Inazuma Eleven hat zum Beispiel. Ich habe ja schon extrem viel Erwin X Victor Fanfiction gesehen. Aber ja, ich finde das halt irgendwie so doof, wenn man aus Freunden so gesehen ein Liebespaar macht. Ich habe ja absolut nichts dagegen, wenn jetzt Männchen mit Männchen irgendwie kuschelt oder irgendwie sowas. Ist absolut kein Problem damit. Aber Serien, wenn man Serien hernimmt und einfach Freunde hernimmt und die dann, das ist immer irgendwie so, muss nicht sein. Schick mir mal das Bild. Hört sich toll an. Welches Bild? Das mit Faye. Das habe ich nicht irgendwo gesehen, sondern habe ich einfach jetzt im Kopf dieses Standbild. Ist immer noch da. Das ist. Nee. Ich möchte nicht. So. Leute, es geht hier weiter. Klatsch, klatsch. Sebi setzt Duplexieb ein. Sorry, Michael setzt Duplexieb ein. Und wir sind hier im Pyritus angelangt. Ich krieg dieses Bild von Fane nicht mehr aus dem Kopf. Und Pokémon sind geheilt. Das freut mich doch. Und wir schauen uns hier ein bisschen um, ne? So gehört sich's. Erwin X Victor, mal ehrlich. Ich finde Shipping gruselig. Wie schon gesagt, ich habe absolut nichts dagegen, wenn das wirklich ein Liebespaar ist, auch in der realen Serie oder sowas. Allerdings, wenn man dann aus Freunden so Shipping-Paare macht, das muss jetzt nicht wirklich sein. Ist jetzt meine Meinung, ne? Und wieder fegt Layla davon, wie ein Tornado durchs Land. Immer auf Achse, dieses Mädchen. Hey, was ist, Kleiner? Was glotzt du mich so an? Weißt du eigentlich, wer ich bin? Ich bin geil. Sowas von geil. Man nennt mich den Wächter von Pyritus. Dieser glühende Blick verrät mir, dass du mich herausfordern möchtest. Wenn du kämpfen möchtest, bin ich dein Mann. Also gut, ich werde dir zeigen, was Kyle, der Wächter von Pyritus so drauf hat, ne? Oh. Jetzt, wo Shipping allgegenwärtig ist, habe ich jetzt ein Shipping von unserem Protagonisten mit Kyle gerade im Kopf. Na, er möchte uns ja zeigen, was er drauf hat. Du hast wahrscheinlich kein Krypto-Pokémon, ne? Weil ich habe jetzt die Hoffnung, dass Drassler ein Krypto-Pokémon ist. Komm, komm. Oh, schon wieder! Jedes Mal denke ich wegen dieser Fährte, oh, Drassler ist ein Krypto-Pokémon. Ach, ich liebe Drassler, ich möchte Drassler haben. Das ist Drassler, eins der besten Pokémon ever. Ein Snubbull. Aurora-Strahl. Oh Gott. Jetzt, wo wir da abgedriftet sind in dieser Thematik, muss ich jetzt auch an ein paar amerikanische oder einen gewissen Poketuber denken, der eben aus Spaß. Ich hoffe mal, es ist auch Spaß, immer solche Bemerkungen macht mit sexuelle Handlungen mit Pokémon. Jetzt geht mir das nicht mehr aus dem Kopf. Ah! Warum? Wie kamen wir auf das Thema? Nur weil du mit Haspiro dahergekommen bist.
ist das so ausgeartet. Ah. Was hast du jetzt schon wieder so... Ah. Der Protagonist ist so hässlich. Ich finde den Protagonisten jetzt nicht so... Findest du jetzt diesen Protagonisten jetzt aus diesem Spiel hässlich? Vielleicht meinst du irgendwas anderes. Aber... den vom rein vom Aussehen her finde ich das Design von diesem Protagonisten besser als aus XD irgendwie. Keine Ahnung warum, aber ist einfach so, ne? So, Aurora-Strahl auf das Samurtschel und Rückkehr auf das Hundusta. Naja, der Trainer ist jetzt eigentlich schon relativ schwach mit Level 16. Tja, da legst du hin. Da legst du hin. Naja, wenn ich so darüber nachdenke... So ein Schipper... Ja, meine Freunde tun das auch. Wir sind verrückt. Ship mit... Was? Ich ship mit mir selber auch. Ja. Ich meine halt jetzt eher shippen, wenn man Ricardo und Erwin hernimmt oder so. Oder was ist denn... Reden wir über Shippings in Inazuma Eleven. Was ist denn da sehr, sehr beliebt dauernd? Ich, Erwin und Victor. Dann habe ich Aitor und Gabi. Gabi und Victor, nicht Victor, sondern Ricardo. Ist auch sehr beliebt. Das sind eigentlich die beliebtesten, habe ich irgendwie im Kopf. Egal. Hey, Kleiner, du bist gut. Das muss man dir schon lassen. Das musst du auch sein, wenn du Kyle, den Wächter von Pyrrhitus, besiegst. Ja, gut. Du da. Ich hab Layla weggelaufen, Jane. Sie steckt immer so voller Energie, die Süße. Die ungezügelte Energie von Layla. Das hat sie von ihrem Vater Krant. Pyrrhitus ist berühmt, weil sich hier der Hauptsitz der ONBS befindet. Du willst doch, du bist doch auch hier, weil du das besichtigen möchtest, nicht? Sicher bist du das. Besucher kommen wirklich von überall her. Das Gebäude befindet sich neben der Windmühle. Man kann es nicht verfehlen. Okay, okay. Haben wir hier irgendeine Herausforderung oder sowas? Aber holla, wen haben wir denn da, wenn das nicht Tain und blöd ist? Was heckt ihr schon wieder aus? Wieso aushecken? Was siehst du? Das siehst du vollkommen falsch. Wir wollten hier einfach nur was einkaufen, nichts weiter. Lügt mich doch nicht an. Ich kenne euresgleichen. Ihr führt doch nichts Gutes im Schilde. Gibt es doch zu. Mach mal halblang, Wachmeister Pierrot. Wir haben uns grundlegend geändert. Wir machen keine krummen Dinger mehr. Ehrlich. Oh nein. Das zieht bei mir nicht. Wirklich nicht. Ich lasse euch nicht unbehelligt hier so herumlaufen, als gehöre euch hier alles. Ah, aufgeblasener Affe. Hey, der hört ja doch nicht auf uns. Was machen wir? Los, wir ziehen einfach davon. Ja, gut. Ist das so eine kleine Nebenquest hier? Was sagst du? Die beiden, die da gerade wegrannten, das waren Hain und Blöd. Sie gehörten zum Team Krypto, aber eher so als niederes Fußvolk. Dumbledore stirbt. Spoiler. Was? Damals haben sie hier nur Unfug getrieben und sich aufgeführt, als gehöre ihnen die ganze Stadt. Aber ich habe ihnen ordentlich die Leviten gelesen. Ja, ja, ja. Dank mir ist alles gut gewesen und so, ne? Ich mache ganz schön was hier, nicht wahr? Und es ist meine Pflicht, die Ordnung im Pyrrhitus aufrechtzuerhalten. Jawohl. Naja. Wie nennt man das nochmal? Eben auf jeden Fall das. Wie heißt denn das? Ich weiß jetzt nicht mehr diesen Begriff, wie man das nennt. Auf jeden Fall, du hast schon die Einstellung, dass die nur Böses im Sinn haben. Also wirst du vielleicht damit erreichen, mit deinem Verhalten, dass du so gesehen diese Bestätigung bekommst.
und sie dann wirklich dann böse werden oder böse Dinge tun. Nur weil du die Einstellung hast. Mhm. So, hier ist der Duellplatz. Wir leben nach alter Tradition. Vergiss Höflichkeitsfloskeln und so. Kämpf lieber. Yes. So. Was ist? Ich bin auch ein fetter. fetter Schipper und so. Ja. Ich habe ja schon gesagt. Shipping. Ja. Ich kann da noch vielleicht ein Auge zudrücken, wenn es nur kuscheln oder sowas. Aber wenn es dann noch ärger wird, dann nee. Dann bitte halt nur mit Charakteren, die auch in der echten Serie Liebespaare sind. Das ist irgendwie immer so, warum? Warum machen die jetzt das? Das verstehe ich nicht. Warum? Das sind ja eigentlich nur Freunde. Naja, aber wenn es euch Spaß macht oder sowas, dann... Ich lasse euch ja schon, ne? Aber wenn man darüber redet, muss man eben darüber reden, ne? Soll jetzt auch nichts gegen euch sein oder sowas, wenn ihr jetzt gerne shippt oder sowas. Ich benutze das ja auch als Unterhaltung ja manchmal, so shippen. Einfach weil spontan mir das auch eingefallen ist. Ne? Los, shippen wir das jetzt einfach im Let's Play oder sowas. Ist jetzt zwar nicht gang und gäbe, oder? Nee. Aber ja. Aber wie schon gesagt, es ist ja im Grunde auch nichts Schlimmes. Nur halt, verstehe ich nicht wirklich den Sinn jetzt. Muss man das wirklich machen? Aus Freunden dann so ein Liebespaar zu machen? Naja. So, ich bin auch ein Schipper. Über Schippings. Ich liebe den Chip zwischen Torch und Gazelle. Das verstehe ich ja auch nicht so ganz, weil das sind ja eher so Rivalen. Warum sollen die sich dann so lieben? Naja, man kann ja dann sagen, was sich liebt, neckt sich und so, ne? Bla 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 bla. Das kann man vielleicht sagen, aber ja. Ja. Ich glaube, wir haben jetzt schon darüber geredet, oder? Wo sollen wir... Ja, was kann man darüber jetzt schon noch reden? Das ist ja eigentlich auch eine Art Hobby. Wenn es einem gefällt, dann soll er es halt machen. Und sich auch sowas zusammen denken. Und auch wenn es ein schlimmeres Shipping ist, mit ärgeren Sachen. Nicht nur irgendwie küssen oder sowas oder ein bisschen kuscheln, sondern ja. Aber das geht ja dann in den Hentai-Bereich schon. Und sowas habe ich Gott sei Dank noch nie gesehen. Und da bin ich auch sehr, sehr froh, dass auf Pixiv, dass man da bestätigen muss oder dass man bei bestimmten Artworks nur irgendwie so eher 18 sieht oder sowas. Und man muss da wirklich bestätigen, dass man 18 ist, dass man weiterkommt. Ich glaube, das ist die Hentai-Section in Pixiv. Da bin ich froh, dass man das nicht gleich sieht. Weil das muss ich jetzt nicht wirklich sehen. Ne? Wie schon gesagt, absolut nichts gegen Hentai oder sowas oder generell über Sex oder... Naja, egal ob jetzt homo oder hetero, aber es muss jetzt nicht wirklich sein, ne? Jetzt als normaler Fan, dass man sowas schaut. Naja, Mike Tricks. Mike Tricks, wie kommst du da drauf? Das habe ich zum Beispiel ja noch nie so gesehen. Was ich jetzt schon öfters gesehen habe, war Red und Yellow. Also, ne? Ja, eigentlich ist Yellow ja eh nur ein Manga-Charakter. Oder gibt's Yellow irgendwo in einem Pokémon-Universum sonst noch? Ich glaube nicht, oder? Also das Mädel. Ja. Ich glaube, ich schneide jetzt einfach mal ein anderes Thema. Ich schneide ein anderes Thema, was?
Ich habe ja das Wort gerade im Kopf gehabt. Ja, wir lassen einfach das Thema jetzt. Oder wollt ihr noch darüber reden? was hältst du eigentlich von Leuten, die sich in Anime-Figuren verknallen? Also Leute, ich was hältst du davon? Jetzt wirklich verlieben. Kommt halt drauf an, wie arg, ne? Es gibt ja auch Leute, die heiraten einen Kaktus oder sowas. Da kann ich es schon eher nachvollziehen, wenn man sich in Anime-Charakter verknallt. Oder, ja, verknallen kommt halt drauf an, was jetzt. Die wirklich sich keinen anderen Partner im Leben vorstellen können. Ich habe Plural verwendet. Die keinen anderen Partner im Leben vorstellen können, außer diesen Anime-Charakter. Also auch im Real Life, im echten Leben keine private Beziehung starten können, deswegen. Das finde ich schon. Sollte man schon mal darüber nachdenken. Weil, ja, ich habe absolut nichts dagegen, wenn man sich ein bisschen verguckt oder so. Auch in so einem fiktiven Charakter, der eigentlich so gesehen nur Zeichentrick ist ja im Prinzip ja nur Zeichentrick, also nur gezeichnet und alles drum und dran, habe ich ja eigentlich nichts dagegen. Wenn man so einen oder so eine so extrem sympathisch findet, ist ja eigentlich auch so, was jetzt Real Life Kinderserien betrifft, kann man jetzt mal sagen, ne? Gibt's ja auch genügend Serien, kann man ja sagen, wenn ich jetzt mal an früher denke. Ah, wie heißen die aus? War das iCarly? Nee. Oder? Nee, iCarly nicht. Ich glaube Hannah Montana, die Blonde. Wenn man sich zum Beispiel in so einen Charakter, damals als Jugendlicher natürlich, wenn man sich da verguckt, das ist ja eigentlich genauso eine Fiktion. Ein Charakter, der nicht wirklich existiert. Natürlich vom Aussehen, vom Fleisch und Blut schon, aber die spielen ja auch einen anderen Charakter. Und was ich eigentlich, das habe ich jetzt wieder nicht fertig angesprochen, weil da habe ich mich auch ein bisschen verguckt in die damals. Aber das war jetzt nichts Arges oder sowas. Moment. Okay, dann. Man muss halt manchmal konzentrieren, ne? Nicht, dass ich jetzt Eistrahl gegen Tentakel mache oder sowas. Das ist ja eigentlich genauso. Also, ja, genau nichts, weil das ist ja ein realer Mensch dann. Oder generell irgendwelche Serien. Wenn man sich da ein bisschen in irgendeinen Schauspieler oder so verliebt. Oder verguckt. Keine Ahnung. Naja, das ist kein Schauspieler. Jetzt habe ich gerade an Justin Bieber gedacht. Da gibt es ja auch viele Mädel, die sich ja verguckt haben in den. Aber das ist ja eigentlich eher, ne? Wahrscheinlich nicht zu 100%. Ich kenne ihn privat nicht, wie er ist. Aber das ist jetzt was anderes als ein Schauspieler, ne? Also ein Schauspieler, der spielt ja auch nur was vor. Und die Figur ist ja eigentlich dann auch reine Fiktion. Bei Anime kommt halt hinzu, dass es nur gezeichnet ist, die Person, aber ja, für mich persönlich macht das jetzt nicht so einen extrem großen Unterschied dann letzten Endes aus, weil wenn du den Zeichenstil attraktiv findest oder du damit was anfangen kannst einfach, dann ja. Aber jetzt wirklich vergucken, ne? Also heiraten wollen und es gibt keine andere Liebe in deinem Leben, das bin ich schon der Meinung, man sollte sich das anschauen lassen. Weil, wie willst du denn durchs Leben kommen? Auf diese Art und Weise. Das kann ich mir nicht wirklich vorstellen, dass das gesund ist für dich, ne? So. Gut, ja. Aber wie schon gesagt, ich finde es jetzt nicht extrem schlimm, wenn man Gedanken hat, sagen wir jetzt mal, was jetzt so Anime-Charakter betrifft oder so. Weil ich bin ja selber einer. Ich interessiere mich ja sehr, sehr für den Zeichenstil von Anime und Manga.
Da finde ich natürlich auch einige Zeichenstile attraktiv, schön, von mir selber aus. Natürlich dementsprechend auch einige Charaktere finde ich natürlich dann auch attraktiv, weil ich ja den Zeichenstil schön finde. Oder attraktiv, keine Ahnung, kann man natürlich auch einfach etwas anfangen können mit irgendeinem Charakterdesign oder sowas. Es muss ja nicht immer nur was mit Schönheit zu tun haben, sondern einfach nur, keine Ahnung, niedlich. Ist ja bei mir auch immer sehr, sehr wichtig. Oder, ja, das heißt ja nicht, dass ich jetzt irgendwie eine Beziehung anfangen möchte, wenn ich jetzt irgendwas niedlich finde, ne? Ich sehe jetzt hier gerade mein Poster von The Legend of Zelda oder Wind Waker. Das zeige ich euch jetzt mal kurz. Da finde ich den Zeichenstil auch sehr, sehr niedlich. Auch Toon Link zum Beispiel. Ich bin ja auch ein großer Fan von Toon Link, einfach weil mir das Design auch gefällt. Und ja, es kommt halt wieder zurück auf deine Frage, kommt halt wirklich auf die Intensivität an, wie man sich verguckt in so einen Charakter. Wenn man etwas damit anfangen kann, ist ja halb so schlimm, aber wenn man jetzt diesen Charakter heiraten möchte, dann lebt man eigentlich und jetzt nichts anderes zulässt, dann lebt man in einer fiktiven Welt und da sollte man schon schauen, dass man da irgendwie wieder rausfindet, weil es ist nur Fiktion dann letzten Endes. Genauso wie was jetzt reale Schauspieler betrifft, die irgendeinen Charakter spielen. Wenn man sich da verguckt in diesen Schauspieler, der Schauspieler tickt anders in echt. Ne, das ist dann auch nur reine Fiktion, wenn man sich darin verguckt. Ich kann selber nicht sprechen von jetzt echte Liebe oder sowas, wie das funktioniert. Ne, Liebe auf den ersten Blick oder sowas. Aber na, ob das so einfach geht, wahrscheinlich nicht, aber man sollte halt schon ein bisschen realistisch bleiben. Und vielleicht findet man ja da draußen dann einen echten Mensch, der ja genauso ein großer Fan ist von diesem Charakter. Und dann habt ihr was gemeinsam. Das ist ja dann auch schön, ne? Dann hast du in echt einen Partner oder eine Partnerin, die das gleiche Hobby so gesehen teilt mit dir. Und auch irgendwie gleich tickt. Und einen Charakter genauso liebt wie du. Dann habt ihr was gemeinsam. Das ist ja eigentlich auch nicht schlimm, oder? Naja. So. was habt ihr jetzt schon wieder alles so geschrieben? Das ist eigentlich wirklich egal. Sich zum Beispiel auch den Mund bezeichnen. Das ist cool. Irgendjemand meiner Freundinnen wollen. Naja, wenn das dein Vorhaben ist, aber ja, ich weiß nicht näher warum und was genau du da jetzt geplant hast. Aber wenn du Spaß hast, dann mach's einfach. Naja, wenn du in eine WG ziehen willst, dann muss schon vieles stimmen, glaube ich mal, ne? Habe ich da noch einen Trainer? Ja, den knüppeln wir jetzt gleich auch um. So, Hotel, da kann ich mich eh auffrischen, oder? Komm. Eine Nacht. Ja, puren Luxus. Bieten leider keine Kinderermäßigung an. Ja. Nur 100? Ein Junge, der ganz alleine reist. Ich bin beeindruckt. Okay. Toon Link ist toll. Wo war ich jetzt schon wieder? Ich weiß nicht mehr. Naja, es muss. Also, ich kann mir schon vorstellen, wenn man wirklich vorhat, in eine WG zu ziehen. Freundinnen hast du ja geschrieben. Das heißt, du kennst die jetzt schon näher. Dann hast du zumindest das schon hinter dir, dass du denen vertrauen kannst. Ne?
Wäre irgendwie doof, wenn du in eine WG ziehst mit jemandem, den du nicht wirklich ausstehen kannst oder der dich dann letzten Endes betrügt oder sowas. Ob du einen realen Jungen brauchst in deinem Leben oder nicht, irgendeinen Partner oder so, das ist eh dann letzten Endes deine Entscheidung. Oder eben deine Sache. Ist auch vollkommen wurscht, ob du jetzt jemanden brauchst oder nicht. Das ist halt, es gibt halt natürlich immer Idioten in dieser Welt, in dieser Gesellschaft, die dann einfach so intolerant sind und sagen, nee, was, wie kannst du dich nur vergucken in so einen Zeichentrick? Was ist denn los? Wie kannst du doch? Ich denke sowieso, also Leute, die jetzt wirklich... Es ist halt schwierig. Leute, die auf das Verhalten von anderen Leuten herumhacken, da würde ich schon spontan sagen, entweder sie haben es nicht anders gelernt oder sie sind einfach selber irgendwie so verbittert und können deswegen nicht irgendwie tolerant zu anderen Menschen sein. Würde ich jetzt mal sagen. Aber ja, wie schon gesagt, wenn das dein Wunsch ist, dann mach das. Wäre ja sowas von unsinnig, wenn du dir jetzt irgendwas anderes aufzwingen lässt. Irgendein anderer Lifestyle, mit dem du überhaupt nicht zurechtkommst. Natürlich muss man schon schauen, dass man doch noch ein Teil der Gesellschaft bleibt. Also so abgrenzen und isolieren von der Gesellschaft. Das soll jetzt nicht sagen, dass ich jetzt denke, dass du das vorhast. Aber ich möchte es nur mal vorsichtshalber sagen hier. Vollkommen abgrenzen und isoliert leben oder sowas ist natürlich nicht das Wahre. Also da sollte man schon schauen, dass man trotzdem Teil der Gesellschaft bleibt. Auch wenn viele in dieser Gesellschaft einfach nur Idioten sind, muss man schon ein paar Grundzüge beachten und Grundregeln. Und ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass man so ein Leben dann führen kann eigentlich. Oder halt nur unter sehr, sehr erschwerten Bedingungen, wenn man wirklich so isoliert dann lebt oder so. Aber wie schon gesagt, das ist jetzt nicht... Moment, egal, das ist jetzt nicht eine Vermutung, was ich jetzt habe, was du damit jetzt eigentlich sagen wolltest oder sowas, das ist mir jetzt nur spontan durch den Kopf gegangen, ne? So, 25 Minuten sind wieder vorbei, das heißt, wir beenden hier den Part. Es war heute wieder so ein Talk-Part oder sowas, aber ich habe nichts dagegen, ne? Und gehört ja eigentlich auch dazu. Und das heißt jetzt wiederum, dass wir jetzt im nächsten Part hier ein bisschen erkunden können und uns der Story wieder widmen können, ne? Gut. Wie lange nehme ich denn jetzt schon auf? Egal. Leute, für diesen Part war es das wieder. Und wir sehen uns dann irgendwann wieder. Macht's gut, Leute, und tschüss.